Will einer mitmachen? Da ist schon einer dabei. Ja, Marquismus. Maximus. Ah, Maximus. Ah, okay, cool. Oder so, ja. Was war denn das für ein Hobbit? Ich mach mal ein anderes Passwort. Bevor es jetzt mit der 11. Mission von der Criminal Mastermind Challenge weitergeht oder losgeht, wir haben es übrigens geschafft, ist der Verlauf heute diesmal ein bisschen anders, weil der Dave und ich haben uns im Teamspeak getroffen und haben das nachkommentiert. Also nicht wundern, wenn es diesmal ein bisschen anders ist als sonst. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen und ja, lasst eine Bewertung da, damit ich weiß, ob wir sowas öfters machen sollen oder ob ich es wieder in alter Gewohnheit machen soll. Okay, super, danke, jetzt geht's los. Deine Stimme ist so monoton, ne? Mhm. Dass du echt so tausendmal einen Satz sagen könntest und du sagst es jedes Mal auf die gleiche Art und Weise. Ich verstehe das nicht. Ich find's gut. Es ist alles gesagt, wir können gehen. Moin Jungs, das war wieder. Ey, hör auf zu lachen, das war doch gut. Wir sind das ist ja das Problem, es ist immer das Gleiche. Das ist. Ich verstehe das einfach nicht, wie du das machst. Du musst dieses nachher mal anhören, ne? Es ist immer die gleiche Tonlage. Ja, ich weiß. Moin Jungs, ist alles klar? Alles fit im Schritt, yo Björn! Läuft bei dir. Gleich anfangen. Das ist der Wahnsinn, Alter. So, moin Jungs, da sind wir wieder. Wir sind jetzt bei der 11. Mission von der Mastermind Challenge. Heute wieder am Start, Dave. Hallöchen. Ja, moin, und wie geht's dir? Alles super, alles gut im Schritt. Hat dir das mal gefallen, ein bisschen mitzukommentieren? Das war prima, es war ein Traum. Oh, das freut mich immer wieder. Damit die Zeit verbringen. Wir verbringen ja sonst nicht so viel Zeit miteinander. Du hast ja auch das Video angeschaut, oder du warst ja auch selber dabei, wie wir es richtig verkackt haben bei der Mission. Ja, mit der Hydra, wo du geflogen bist. Ja, hey, ich hab kotzen können, ganz ehrlich. Ich hab mir gewünscht, dass du nicht fliegst, weil du bist ja schon hingefahren und du fährst immer und das Boot bist gefahren. Das war einfach schon scheiße. Es ist mir halt auch immer wichtig, irgendwie immer im Vordergrund zu stehen, weißt? Weil man erzählt dann immer, David, der gefahren ist, David, der geflogen ist, David, der gefallen ist. David, der es verkackt hat. Aber hey, es wird von mir geredet. Es ist, ja, auch negativ. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, auch negative Publicity. Aber ja, jetzt müssen wir es auf jeden Fall nochmal machen. Wir haben es verkackt, die Mastermind wurde zurückgesetzt. Und wir waren so aggressiv, wir waren so angepisst wegen dem scheiß Chatster. Das hat sich der Daniel natürlich nicht nehmen lassen. Was macht er? Zack, Handy auf. Rockstar angerufen. Den Chef gekündigt, neuen Chef eingestellt. Ja, und plötzlich am nächsten Tag die Mastermind-Challenge wurde gar nicht mehr zurückgesetzt. Es war alles wieder da. Und wie durch ein Wunder. Ja, wir haben auch noch eine Nachricht gekriegt, es tut uns sehr herzlich leid, dass sie durch unsere Fehler, durch unsere Serverfehler gestorben sind. Ja, auf jeden Fall, wir machen das jetzt nochmal. Diesmal haben wir uns entschieden, dass ich nicht mehr fliege, weil, ja, also jeder hat ja einen Strike zur Verfügung, ohne dass man angepisst wird. Ich habe bereits meinen zweiten Strike hinter mir, also einmal in der Station mit dem Björn, als die Bullen auf uns geschossen haben, aus irgendeinem Grund, wo wir nicht wissen, und ja jetzt schon wieder. Und das Problem ist halt, man kann die halt aber trotzdem halt nicht böse sein, beziehungsweise darf es nicht, sonst fliegt man raus. Ja, also mir darf man sowieso nicht böse sein. Nein, also die waren dir eher dankbar dafür, dass du zweimal gestorben bist. Das gleiche wäre natürlich auch mit Björn oder Daniel, weil wir drei sind ja auf einer Ebene. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Boot angekommen, wir steigen jetzt ein. Dave natürlich wie immer ganz vorne. Will wieder den Fahrer spielen, der kleine Hobbit. Aber er fliegt ja dafür auch. Mal gucken, vielleicht macht er das ja besser als ich. Aber ich konnte echt nichts dafür, Dave, oder? Also, also es ist halt das Blöde, dass durch die Updates anscheinend es irgendwie schwieriger gemacht wurde. Da kamen ja einige Patches in der Zwischenzeit. Und man hat ja halt gesehen, wie die ganzen roten Punkte nur auf Eddie zugingen. Wir hatten gar keine Chance. Die waren total überfordert eigentlich. Als ich auf den Radar geschaut habe, ich dachte mir, Junge, wie viele Jets wollen denn noch hinter mir herfliegen? Das war ja unmenschlich. Ich war ja auch ein bisschen schockiert. Ich habe die ganze Zeit immer Jets gesucht, gucke auf die Karte, vergrößere,
sehe dich dabei ganz weit vorne, denke mir so, okay, gut, er geht voran, ne, ist halt in der Hydra. Plötzlich sehe ich dann die ganzen roten Punkte so aufpluppen. Ja, dich haben halt die ganzen... So ungefähr kranken sie. Nein, aber, schon wieder, was ist das? Ich schalte an der 7. Ah, jetzt habe ich's. 7 Jets. 7 Jets haben dich verfolgt halt, ja. Und sie waren halt alle auf dich fokussiert und wir waren alle noch hinten. Ich habe noch probiert, irgendwie ranzukommen. Aber ohne Chance, also wirklich. Du warst ganz weit vorne, die waren mit dir ganz weit vorne. Warst ganz allein und ja, das war. Ich blende gerade mal kurz das Video ein, wo man das sieht, dass der Dave hinter mir fliegt und gerade noch die Rakete auf den schießt, der mich da quasi aus der Luft holt. Ich hab's echt noch probiert, ich hab's dann noch gesehen, aber es war echt viel zu weit auch schon weg. Die sind halt gar nicht auch zu uns gekommen, die haben uns total ignoriert. Ja, die sind seit dem Update eigentlich nur noch auf die Hydra fixiert. Früher ja, wirklich genau. Um den Flugzeugträger herum, irgendwo übers Wasser, da hast du komplett eine Ruhe gehabt. Du konntest zu Foot fast schon zu Sandy Shores fliegen und die Hydra landen. So, die haben sich halt auch total leicht eigentlich abschießen lassen. Die haben so gut wie gar nicht geschossen, aber jetzt, wir haben die da noch, weiß nicht, irgendwie was reingeskriptet, womit die mit Taktik fliegen, also richtig eine KI haben oder so ein Scheiß, ich weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall hat sich was geändert. Auf jeden Fall. Also, wie man halt auf dem Video sieht, wir laufen halt auch alle zusammen, wir halten uns diesmal wirklich an die Regeln. Ausnahmsweise. Was, naja. Aber nein, man sieht halt sehr, sehr gut, wir sind halt bei diesem Level, weil es wirklich echt eine hartnäckige Stelle ist. Weil es ist total verschanzt dort. Die Gegner spawnen einfach plötzlich ohne Vorahnung. Wie man es auch im letzten Video auch gesehen hat, genau. Dass die einfach mal vor einem spawnen. Ich bin schon etwas weiter vorne und hinter mir spawnt dann plötzlich noch ein Gegner. Ich hätte ihn nie gesehen, wäre die nicht gewesen, ich wäre tot gewesen. Wäre mein erster Strike gewesen. Und den brauchte ich ja noch. Ja, eben. Ja, und man kann halt sehr gut sehen, wir gehen halt auch zusammen die Treppen hoch. Ich gehe voran mit meiner Schrotflinte, beseitige den einen, die anderen geben mir Rückendeckung, die andere läuft mit auch, mir nach vorne. Das war auch deine Stelle, also die wolltest du dir auch nicht nehmen. Ja, lassen. Ja, weil das haben wir schon mal erwähnt, dass ich schon mal die Mastermind gemacht habe. Ich erwähne es einfach mal, weil es eine Sternstunde ist. Dadurch, dass die drei noch keine Erfahrung hatten, habe ich sie geleitet, habe sie an der Hand genommen und... Und hast ein Tagebuch, was immer. Hab eine Rede gehalten. Oh ja, die Rede, die hätten wir aufnehmen müssen. Das war eigentlich die beste Rede. Die hätten wir echt aufnehmen sollen, ja. Du mit deinem Blog, wo du da die Punkte erzählst, die ganzen Regeln aufstellst. Und sie dann systematisch alle zerstöre. Ja, wirklich. Wir haben uns zeitweise von dir verarscht gefühlt, weil die Regeln haben sich gut angehört. Ja, immer schweres Gefecht anziehen, niemand bleibt zurück. Und bla bla bla, das Ganze, du hast uns eine halbe Stunde mit den Regeln vollgelabert und uns die Tipps gegeben, auf was wir zu achten haben. Und in der ersten Mission, wo wir alle vier zusammenspielen, brichst du gleich mal Vollgas alle Regeln. Systematisch, ne? Wir haben uns auf jeden Fall jetzt bei der Mission vorgenommen, nicht so wie die Mission davor, wo wir verkackt haben. Wirklich sich an die Regeln halten. Also sogar ich habe mich an die Regeln gehalten, das muss man dazu sagen. Also es ist halt wichtig, wenn ihr wirklich seht, also ihr müsst wissen, so, auch bei anderen Missionen ist es so, dass nur wenn ihr wirklich stirbt, ist es vorbei mit der Mastermind. Das heißt, wenn ihr aber zum Beispiel irgendwie entdeckt werdet oder, ich weiß nicht, irgendwie ein Charakter, den ihr, ein NPC, den ihr beschützen müsst, stirbt, ja, dann ist nicht die Mastermind vorbei, sondern nur die Mission fehlgeschlagen. Aber die oder könnt ihr dann weiterspielen. Oder auch das Zielfahrzeug, wie jetzt in dem genau, Fall die Hydra. Genau, oder ein Fahrzeug wurde zerstört, genau wie bei der Hydra. Ich bin rausgesprungen, hab aber überlebt. War aber auch ein bisschen gefährlich, weil die Jets trotzdem noch gerne auf einen schießen, wenn man im Fallschirm da unterwegs ist. Muss man vorsichtig sein. So, ja, das geht schnell. Das geht sehr schnell. Okay, Leute. Aber wenn die Hydra zerstört ist, könnt ihr halt trotzdem... Es hat halt auch noch einen geskripteten Spawnpunkt dann. Also ihr spawnt dann auf der... Auf dem Flugzeugträger. Auf dem Flugzeugträger halt. Und die Gegner sind dann auch schon weg, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass dann einer aus dem Gebüsch rausgesprungen kommt oder hinter einer Kiste sich vorhockt. Ihr könnt halt ganz normal weitermachen, das ist aber sehr wichtig vielleicht auch zu wissen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, euch noch mehr Druck aufbaut, als eigentlich nötig ist, um das zu schaffen. Ja nicht. Ich blende jetzt auch gerade mal die Statistik ein, damit ihr seht, dass es wirklich gespeichert hat. Also es ist wirklich nur, wenn einer stirbt. Alles andere könnt ihr komplett vergessen. Also das ist alles, ja, es ist schon wichtig, weil ihr wollt die Mission ja irgendwann beenden. Genau. Aber sobald
eigentlich bis zum Schluss alle überleben, kann eigentlich nichts schief gehen. Genau. Also, ja, deswegen, also ihr habt immer noch ein paar Fenster quasi offen, die ihr dann nutzen könnt, um uns zu erreichen, quasi. Und ihr könnt euch gegenseitig nicht umbringen, das müsstet ihr auch. Ja, das, aber ich glaube, das hast du schon mal gesagt. Das habe ich schon mal gesagt, ich wollte es nur noch mal erwähnen. Außer man fliegt in den Chats gegeneinander, weil dann macht man auch Selbstmord, weil der eigene Chat explodiert. Genau, dann machen beide quasi Selbstmord. Genau. Oder es kann auch passieren, dass wirklich steht, Musa Davis hat Zerschmetterling getötet oder sowas. Was glaube ich auch schon vorkam. Bin aber nicht ganz sicher. Aber in anderer Kombination. Aber was mit Musa Davis? Der Dave wollte jetzt noch kurz ein paar Tipps zu der vorigen Mission geben, weil die Videodatei war ja kaputt und deswegen konnten wir es nicht kommentieren und jetzt wollte er im Nachhinein nochmal kurz ein paar Tipps geben wegen dem Insurgent, was man am besten macht. Ich weiß zwar nicht, wovon er erzählen will, aber er erzählt jetzt einfach mal. Genau, ich fange einfach mal an. Also es ist so, ihr fahrt ja halt hin zu diesem Krater, Loch, genau Loch, nennen wir es Loch. Oder wir nennen es halt so, Mine. Genau, die Mine. Heute ist echt bei mir ein Knacks. Oder Bergwerk, die tun da ja was abtragen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ihr seid dann halt oben, ne? Und könnt dann halt zu viert halt zusammen erstmal die ausschalten, die mit ihren Waffen von Merriwater auf diesen Insurgent. Ich spuck den mal ganz kurz aus. Der klebt was. Den Insurgent. Ich krieg's halt einfach nicht hin, dieses Wort auszusprechen. Es sind halt zwei Insurgent und auf einen schießen sie halt drauf. Und die vier könnt ihr schon mal, weil ja logischerweise auch zu viert seid, schon mal komplett ausschalten mit einem Schuss halt. Wenn ihr das schwere Scharfschützengewehr habt, dann zack und weg sind sie. Und dann an die anderen einfach nur schnell wegschießen und dann hatten auch wenig Gefahr zu sterben. Erstens und zweitens ist das irgendwie ziemlich cool, fand ich. Weißt du? Ne? Genau. Und ja, danach könnt ihr halt ganz locker mit euren gepanzerten Karuma, es ist wichtig, dass er gepanzert ist, mit euren gepanzerten Karuma runterfahren, ja. Am besten, ihr fahrt euch noch am besten an. Das funktioniert immer gut. Wie wir es gezeigt haben, da ist gleich, ja, der Teamgeist ist ein bisschen stärker. Und dann ist halt wichtig, dass ihr irgendwie euch auf zwei einteilt. Es ist halt wichtig, dass wirklich immer in einem Auto immer zwei sind auch. Weil, ja, wenn, sagen wir mal, einer hat eine Handgranate, ja, und zündet die, kann er trotzdem nicht durch die Handgranate im Auto sterben, weil noch ein anderer drin ist. Ja, dann ist, weil man kann sich ja nicht gegenseitig töten. Das ist so ein Trick. Und zweitens, ja, falls ihr, warte, wir dürfen ja nicht sterben. Es ist einfach besser. Und es ist halt wichtig, auch wieder zusammen zu bleiben, weil gerade der mit dem Geschütz muss immer am besten vorne sein, weil die kommen ja alle auf einen zu und da sind ja auch noch Helikopters und die muss man ja dann abschießen und ja, das ist halt sicherer, weil sonst kann es passieren, dass einer irgendwie da quasi beengt wird und der andere ist schon viel zu weit weg, vielleicht sogar schon da und kann er gar nicht mehr helfen, deswegen wollte ich nur mal gesagt haben. Dave, du bist herrlich. Ich glaube, du hast gerade gefühlte 5 Minuten irgendwas erzählt, was man mit 2 Wörtern auch hätte machen können.